und herzlich willkommen zu meinem neuen YouTube-Video. Ich habe ja neulich mal eine Fragerunde gemacht auf Instagram, was ihr euch so für Videos wünscht. Und da wurde unter anderem gewünscht, dass ich mal Foodshoppen gehe, eine Einkaufstour mache und euch nicht nur meinen Einkauf zeige, sondern auch generell Lebensmittel, die man als Bodybuilder verwenden kann. Ich werde euch zeigen, wie man auch relativ billig oder preiswert sich fitnessgerecht ernähren kann und Bodybuilding gerecht ernähren kann und vor allem so, dass es auch schmeckt. Viel Spaß beim Video. So, und die erste Station. Ich will nichts mehr hören, dass euch euer Fleisch nicht schmeckt. Kauft euch Light Ketchup. Schaut mal hier die Nährwerte. Bei Kaufland hat der 52 Kalorien auf 100 Milliliter. Das ist absolut zu verschmerzen. Und er hat 50% weniger Zucker. Noch besser ist der vom Lidl, kann ich euch sagen. Und genereller Tipp vielleicht, bevor ihr euch solche Zero-Calorie-Soßen kauft, die dann am Ende voll mit Süßstoff sind. Und ich kann euch aus Erfahrung sagen, ihr verbringt da dann einige Zeit auf der Schüssel, wenn ihr da zu viel nehmt. Bevor ihr euch sowas kauft, kauft euch lieber einen Light Ketchup. Der ist 1000 mal billiger, kostet 79 Cent und damit seid ihr gut beraten. Übrigens noch besser für Leute auf Wettkampfdiät. Hier ohne Zucker und ohne Salz, 44 Kalorien und 0,05 Gramm Salz. Sprich, wenn ihr in der Peak Week seid und euer Salz abwiegen müsst und trotzdem noch irgendwie Geschmack braucht, dann ist das euer Go-To. Dann sind wir hier in der Nudelabteilung. Jetzt werden viele von euch sagen, ah, was, Nudeln, die haben doch Gluten und das ist doch nicht clean oder sonst was. Also kurz mal zum Thema Gluten. Es haben ungefähr 6% der Menschheit eine wirkliche Glutenunverträglichkeit und alles andere ist einfach nur, ja, Quatsch. Also dieses, das glutenfrei, sich glutenfrei zu ernähren, so sonderlich gesund ist, so sonderlich viel Mehrwert bietet gegenüber glutenhaltigen Sachen, ist völliger Quatsch. Was aber stimmt, ist, dass in hohen Mengen Weizenprodukte einfach, ja, für viele Menschen schwer verdaulich sind. Aber von den Nährwerten her sind Nudeln quasi genauso wie Reis. Und wenn ihr in der Off-Season sowieso schon viel Reis essen müsst, dann könnt ihr auch mal hin und wieder eine Mahlzeit durch Nudeln ersetzen. Und dann macht ihr da mit passierten Tomaten und mit eurem Fleisch und Gewürzen eine Soße damit. Und habt dann quasi eine Bolognese-Soße. Und damit kann man super leicht Kalorien reinkriegen und hat sein Eiweiß, hat seine Kohlenhydrate. Genau das, was wir als Bodybuilder wollen. Jetzt sind wir hier beim wahrscheinlich bekanntesten, und berüchtigsten Bodybuilding-Food überhaupt. Beim Reis, da habt ihr natürlich die Qual der Wahl. Da gibt es jetzt vielleicht noch manchmal die Debatte, ob weißer oder brauner Reis, ob Jasmin oder Basmati. Ich sag's euch, das ist vollkommen egal. Solange ihr keine Diabetiker seid und selbst dann machen die paar Ballaststoffe, die Naturreis hat oder das bisschen weniger, was Naturreis euren Blutzucker belastet, das ist echt für die Katz. Also nehmt da einfach, was ihr wollt. Für Leute, die es besonders einfach wollen, gibt es natürlich hier so fertige Packs. Bei dem mit Geschmack müsst ihr halt immer schauen, ob da zugesetztes Öl oder zugesetzter Zucker drin ist. In der Off-Season ist es zwar kein Problem, aber wenn ihr auf Wettkampfdiät seid, dann ist es vielleicht nicht so gut. Und in meinem Fall kaufe ich die gleich im großen Pack, weil ich auch relativ viel Reis esse. Großer Mann braucht viel Reis. So, weiter geht's. Wir sind in der Gewürzabteilung. Und auch wenn ich nicht der große Sternekoch bin, da müsst ihr euch an Chris wenden, im Chip 26, der weiß, wie man sein Essen richtig würzt und der kann euch bestimmt sagen, für welchen Fisch man welches Gewürz braucht und so. Aber ich kann euch auf jeden Fall sagen, dass dieses Magic Dust Barbecue Gewürz
mit Meersalz, Paprika, Knoblauch, Zwiebel, brauner Kandis, Pfeffer und Rosmarin und Ingwer und so Zeug. Sau gut zu Hähnchen und Rind passt. Und generell, ich sag's euch, ihr müsst lernen, euer Essen schmackhaft zu machen als Bodybuilder. Gerade wenn ihr schlechte Esser seid oder sonst was. Und es ist auch ein Mythos, Leute, ich sag's euch immer wieder, dass man sein Essen nicht salzen darf. Im Gegenteil, wir als Bodybuilder, wir müssen unser Essen salzen. Das ist mit Abstand das Wichtigste, der wichtigste Mineralstoff in unserem Körper. Und gerade ums Training herum, ich habe schon so viele DMs von euch bekommen, die mir tausendmal gedankt haben, weil sie jetzt Salz in ihrem Intra-Workout haben und auf einmal mega den Pump und eine viel bessere Trainingsleistung haben. Deswegen salzt und würzt euer Essen. So, wer mir auf Instagram folgt, der weiß bestimmt, was es bei mir Post-Workout gibt. Und wer bei mir im Coaching ist, der weiß auch, was ich gerne meinen Klienten als Post-Workout verschreibe. Und zwar sind es Rice Krispies, in dem Fall die Eigenmarke von Kaufland. Ihr könnt generell alle möglichen gezuckerten Cornflakes nehmen. Solltet vielleicht nur schauen, dass der Fettgehalt nicht zu hoch ist, vielleicht unter 5 oder 4 Gramm Fett pro 100 Gramm. Damit, weil Fett verlangsamt die Verdauung und wir wollen nach dem Training so schnell wie möglich einen Insulinausstoß, damit die Regeneration eingeleitet wird, damit die Proteinsynthese eingeleitet wird, damit unser Whey, das wir mit den Cornflakes essen, damit es schnell in die Muskelzelle gelangt, unser Muskel regenerieren kann und sofort mit den wichtigsten Nährstoffen versorgt wird. Genau, für mich gibt es die Schoko Krispies, wie gesagt, könnt auch alle anderen fettarmen Cornflakes haben. So, ihr wisst ja, dass ich ein großer Verfechter von Reisflocken bin. Das hat aber eigentlich nur, was heißt nur, den Grund. Sie schmecken halt relativ neutral und haben einen niedrigen Ballaststoffgehalt und gehen schnell durch. Das heißt, man kann größere Mengen davon essen. Aber theoretisch sind Haferflocken eine absolut gleichwertige und vor allem preiswertere Alternative. 500 Gramm kosten 59 Cent. Und sie sind schnell zubereitet, haben viele Ballaststoffe, sau viele Vitamine, einen hohen Eiweißgehalt, ein paar gesunde Fette sogar noch und genau, halten in der Diät vor allem sehr lange satt durch den hohen Ballaststoffgehalt auch. Aber, und da sind wir wieder bei dem Punkt, genauso wie beim Gluten, ich vertrage keine Haferflocken und ich weiß, dass ich keine Haferflocken vertrage. Und das Allerwichtigste ist, dass ihr das, was ihr esst, verdauen könnt. Und deswegen gibt es für mich keine Haferflocken, sondern Reisflocken. Was auch eine super Kohlenhydratquelle ist, aber da muss ich ehrlich zugeben, da bin ich einfach zu faul, die zuzubereiten. Und sie sind noch ein bisschen schwer abzuwiegen. Sind Kartoffeln, also in jeglicher Art. Im Airfryer, im Ofen, vielleicht, wenn sie eure Kalorien zulassen, mit ein bisschen Olivenöl und Gewürzen drüber oder als selbstgemachten Kartoffelbrei etc. Eine super Variante. So, hier sind wir in der Nussmus-Abteilung. Und mein Favorit ist braunes Mandelmus. Beziehungsweise mein Favorit ist eigentlich Cashewmus. Aber ich habe im Plan Mandelmus, deswegen der disziplinierte Hardcore-Bodybuilder ist Mandelmus. Super Fettquelle, super viele essentielle Fettsäuren, viel Kalorien auch. Also für Leute, die sich schwer tun, Kalorien reinzubekommen, einfach auch jede Mahlzeit einen extra Löffel Mandelmus. Und seid ihr gut dabei. Nochmal zum Thema Essen schmackhaft machen. Habe ich noch zwei extrem gute Tipps für euch. Einmal Sriracha-Soße. Brutal gut. Hat zwar hier 164 Kalorien auf 100 Milliliter, aber die ist relativ scharf und ihr macht dann ja nur ein paar kleine Spritzer, vielleicht, was weiß ich, 5 Milliliter oder 10 Milliliter drauf und da kann man das verschmerzen. Und Sojasauce für euren Reis oder man kann auch sein Fleisch darin marinieren. Und danke an Mike für die Empfehlung. Die beste Soße, die es überhaupt gibt, die beste Soße, die ich jemals gegessen habe,
ist die Sriracha Mayo Soße. Hat katastrophale Werte, aber schmeckt brutal gut und man muss ja auch mal leben und das Essen genießen. So, jetzt haben wir ganz viel Kohlenhydrate, Fette gesehen. Jetzt habe ich hier noch eine Batman Trinkflasche, Thermoskanne für einen Bewohner von mir gekauft, der riesen Batman ist, riesen Batman Fan ist. Und der hat bald Geburtstag und als Bezugsbetreuer kümmere ich mich um die Geschenke. So, aber jetzt geht's wieder, muss ich mich wieder um mich kümmern. Und hier gibt es zum Beispiel für die Faulen von euch Hähnchenbrust, Putenbrust, haben alle kaum Fett, kaum Kohlenhydrate, mega viel Eiweiß. Das heißt, wenn ihr mal unterwegs seid, nichts zum Essen habt, kauft euch sowas, kauft euch noch ein Vollkornbrot oder eine Semmel dazu, dann seid ihr auf jeden Fall besser aufgestellt, als wenn ihr euch irgendwie beim Metzger eine Leberkäse holt. Und da kommt jetzt die Wurst, das ist nichts für uns Bodybuilder, aber dann kommen wir hier zum Fleisch. Hier haben wir Schweinefleisch, ist aus unverständlichen Gründen total verpönt bei Bodybuildern. Kann man genauso verwenden wie Hähnchen- oder Rindfleisch. Mir schmeckt tatsächlich aber einfach Rindfleisch oder Hähnchenfleisch besser. Und jetzt hoffe ich, dass sie es da haben. Jawohl. Da gibt es bei mir das Rinderhackfleisch Light. Hat 5 Gramm Fett auf 100, nicht mal 4,8. 20,7 Gramm Eiweiß davon. Und dazu gibt es noch eine. Wo ist das Hähnchen? Wo ist das hier? Hier. Eine XXL-Packung Hähnchen. Vielleicht ganz kurz noch, bevor jetzt die Leute kommen wegen der Qualität von dem Fleisch hier. Ich bin mir dessen bewusst und jeder von euch sollte sich dessen bewusst sein, dass die Fleischindustrie vielleicht nicht die beste ist und dass vielleicht auch das Fleisch, das ich jetzt hier kaufe, dass die Tiere vielleicht nicht so gut gehalten wurden. Und man muss aber auf der anderen Seite auch sagen, ich bin Heilerziehungspfleger, ich verdiene nicht die Welt und ich kann mir überlegen, okay, will ich weiter Bodybuilding machen, will ich Wettkämpfe machen, mal mit meiner Freundin essen gehen, in den Urlaub fahren oder sonst was, oder lege ich den größten Wert darauf, dass ich Fleisch von glücklichen Tieren esse und in dem Fall bei meinen Eiweißmengen am Tag, jetzt außerhalb von der Diät, esse ich natürlich auch viel Whey und Magerquark und Thunfisch und solche Sachen oder Eier, aber trotzdem esse ich immer noch viel Fleisch und da muss ich halt auf den Preis schauen. Und ja, man sollte sich aber trotzdem dessen immer bewusst sein. So Leute, und ich habe es euch ja gesagt, zeige euch immer authentisch und ehrlich, was ich kaufe. Und mein Favorite seit meiner Kindheit ist Tiefkühl-Ristorante Spinatpizza. Verurteilt mich, sagt sonst was. Ich bin mir sicher, ihr habt genauso eure Eigenheiten bei euren Cheat Foods. Und ich habe da halt Bock drauf und jetzt gönne ich mit mir halt. Und die track ich auch nicht in meine Makros ein oder sonst was, sondern die esse ich einfach, wenn ich Bock habe. So, und da hat mich jetzt gerade meine bessere Hälfte drauf hingewiesen. Wer sich's leisten kann, für den sind Meeresfrüchte, besonders Garnelen, eine extrem gute Eiweißquelle. Ihr seht hier nur 56 Kalorien, 15 Gramm Eiweiß, 0 Gramm Kohlenhydrate, 0 Gramm Fett. An so Meeresfrüchten ist nichts dran. Da könnt ihr nichts falsch machen. Gleiches gilt für Fisch. Wer hier die guten Omega-3-Fettsäuren mitnehmen will, der nimmt den Lachs. Und mein Favorite
wäre hier, hier, Pangasius Filet, weißer Fisch. Und hier noch besser finde ich Tilapia Filets. Ich zeige euch mal die Werte. Ihr könnt auch Seelachs kaufen, nur der ist ein bisschen fischig. Die Werte von weißem Fisch sind eigentlich alle relativ ähnlich. Hier haben wir 95 Kalorien auf 100 Gramm, 1 Gramm Fett, 0 Gramm Kohlenhydrate und 20 Gramm Eiweiß. Also fettfreier und leaner geht's nicht und vor allem sehr gut verdaulich und sehr leicht verdaulich. Und natürlich gibt es auch bei mir das ganze Jahr über übrigens, selbst wenn ich 7000 Kalorien in der Off-Season essen muss und vor allem gerade dann, gerade was Verdauung angeht, ich schwör's euch, gibt es bei mir immer grünes Gemüse und bei mir gibt es immer tiefgefrorenes Gemüse und im Idealfall gibt es bei mir, wenn ich einen Find, hier Blattspinat. Und warum tiefgefroren? Ganz einfach. Beim tiefgefrorenen Gemüse und auch bei den Früchten ist es so, die Früchte oder das Gemüse wird geerntet und direkt nach der Ernte schockgefroren. Sprich, alle Vitamine sind genauso erntefrisch in dem Gemüse drin. Wenn ihr das jetzt schonend erhitzt und wieder warm macht und kocht, dann habt ihr so gut wie alle Vitamine, die das erntefrische Gemüse auch hätte. Wenn ihr jetzt bei der Frischeabteilung einen Brokkoli kauft oder einen Blattspinat kauft, der da schon 3 Tage liegt und schon einen halben Tag mit dem LKW durch die Gegend gefahren ist, dann hat der nicht mehr alle Vitamine. Deswegen keine Angst vor gefrorenem Gemüse und gefrorenen Früchten. So, jetzt sind wir in der Milchabteilung und da haben wir schon den nächsten Bodybuilder-Klassiker, Körniger Frischkäse. Wir haben 73 Kalorien auf 100 Gramm, 12 Gramm Eiweiß, 5 Gramm Kohlenhydrate, 0 Gramm Fett. Kann man nichts falsch machen, wie gesagt, aufs Brot oder auf, man kann sich den auch süß machen oder sonst was. Es gibt auch hier noch so Light-Frischkäse. Sowas ist auch super cool, super viel Eiweiß, wenig Fett etc. Und genau, dann geht es hier gleich weiter zu den Eiern. Eier, ob jetzt eiklar oder mit Vollei, mit dem Eigelb, so oder so, das beste Aminosäurenprofil von allen Eiweißquellen. Und hier im Kaufland gibt es sogar Ready-to-Drink Eiklar. Aber kleiner Tipp, kauft es lieber in der Metro, weil hier ist es schweineteuer. So, noch ein kleiner Tipp von mir. Es ist ja gerade ein Riesentrend, dass jede Supermarktkette seine eigenen Protein-Grieß-Puddings und normalen Protein-Puddings rausbringt. Ich kann euch gleich mal sagen, ihr seid auf jeden Fall nährwerttechnisch, eiweißtechnisch, vom Aminosäureprofil her quasi und auch vom Preis-Leistungs-Verhältnis her viel, viel besser dran, wenn ihr einfach den guten alten Magerquark kauft. Ganz easy. Mit Süßstoff, ein bisschen Zimt und vielleicht so Flavor Drops. Kriegt man da genauso gut Geschmack rein, hat super Eiweiß, Casein, langsam verdauliches Eiweiß, wäre gut am Abend zum Beispiel. Wie gesagt, für mich, der sehr viel essen muss, ist das halt keine Option. Und genau, außerdem vertrage ich Laktoseprodukte auch nicht ganz so gut. Und dann hier mein absoluter Favorite, die Reisflocken von HIP. Sind nicht ganz billig, aber sind auf jeden Fall meine Favorite Kohlenhydratquelle. Super schnell zubereitet, gerade für mich im Schichtdienst. Echt klasse, kann man süß, kann man salzig machen. Kann man mit viel Wasser machen oder mit wenig Wasser machen, je nachdem wie viel Hunger man hat. Und ist super leicht verdaulich, weil es ist Babynahrung. Man kann es auch super als Post-Workout nehmen oder als Pre-Workout statt
den gezuckerten Cornflakes, wenn man auf dem Zahnarzt zu lieben auf Zucker verzichten will. Und genau, das war es jetzt eigentlich auch schon soweit. Wir kaufen jetzt noch Cola Light, weil ich gerne Light-Getränke trinke. Und nein, Süßstoff ist nicht böse. Nein, Süßstoff macht keinen Krebs. Süßstoff macht euch nicht dick. Süßstoff macht euch auch keinen Diabetes. Lasst euch das von einem Heilerziehungspfleger sagen, der den Beweis hat und den Blutzucker schon bei vielen Leuten gemessen hat, die ein Glas Cola Light getrunken haben. So, hallo, jetzt melde ich mich doch nochmal. Jetzt ist spät am Abend und wir mussten unsere Einkaufstour dann doch relativ zügig beenden, leider. Und konnten da jetzt auch nicht so ins Detail gehen, weil es kurz vor 8 Uhr war und die Läden hier bei uns um 8 Uhr schließen. Und ich war vorher noch in der Arbeit, war vorher noch trainieren. Das heißt, es war eh schon ein stressiger Tag. Aber ihr könnt mir ja trotzdem mal unten in den Kommentaren dalassen, wie ihr es fandet. Ob ihr gerne das Ganze noch von anderen Supermärkten sehen wollt. Oder ob ich mal mit euch zur Metro fahren soll und euch die Tipps und Tricks in der Metro zeigen soll, kann ich natürlich auch mal gern machen. An der Stelle wollte ich mich noch für die einmal für die Tonqualität und für die Kameraführung in der Einkaufssequenz entschuldigen. Wie gesagt, es war eine spontane Idee, das Video zu machen. Ihr habt euch das gewünscht. Und wie gesagt, ich bin immer authentisch und ehrlich. Wenn ihr ein perfekt geschnittenes Video, irgendein kinofilmartiges YouTube-Erlebnis wollt, dafür bin ich nicht da. Ich will euch authentisch zeigen, was ich mache. Natürlich strenge ich mich trotzdem an, euch das möglichst gut zu schneiden und möglichst gut zu präsentieren. Und finde mich da auch immer mehr rein, habe mir ein Mikro bestellt, habe mir ein Stativ bestellt etc. Also gebt mir noch ein bisschen Zeit. Ansonsten wollte ich mich noch bedanken für die vielen positiven Rückmeldungen, die ich bekommen habe. Ich habe jetzt mittlerweile schon von vielen gehört, denen das tatsächlich taugt, dass ich halt so ungeschnitten und ehrlich und ja, real bin quasi. Das freut mich sehr, weil ich mich mein ganzes jugendlichen Leben immer davor gescheut habe, wirklich ich zu sein. Und freut mich natürlich sehr, wenn es gut ankommt. Und hatte auch schon ein paar, die gesagt haben, dass sie nur durch meine Videos wieder Bock hatten, ins Gym zu gehen. Und sowas freut mich natürlich einfach tierisch, wirklich. Das ist einfach genau das, was ich damit erreichen wollte. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Und genau, lasst mir in den Kommentaren da, was ihr euch wünscht. Kritik, Feedback, ich bin immer dankbar. Bin froh um konstruktive Kritik. Lasst mir ein Like da, lasst mir ein Abo da, folgt mir auf Instagram für noch mehr Input. Und genau, wenn ich euch nicht eh schon genug auf den Sack gehe, natürlich. Und ja, jetzt gehe ich ins Bett. Und vorher gibt es übrigens die Spinatpizza.